Willkommen zurück zu Yoshi's Island. Und uns fehlt die ganze Zeit eine Blume hier in 1.6. Es war doch die, die ich eingesammelt habe. Denn mir ist aufgefallen. Jetzt wird's interessant. Mir ist aufgefallen, dass ich ja 4 Blumen habe. Aber es kommt ja noch eine, wo ich das Ei in der Höhle dran werfen muss. Jetzt darf ich nur hier keinen Fail mehr begehen. Das war eigentlich die Münze, die uns eben noch gefehlt hat, oder? Und ich bin eigentlich dumm. Ich kann doch jetzt... Eigentlich ist das Leben so einfach. Warum ist das Leben nicht immer so einfach? Und tschüss, Mann. So. Dann dürfte jetzt auch keine Blume mehr kommen. Das war einfach nur amateurhaft von mir. Schauen wir mal nach. Ich habe 4 Blumen. Wo ist das Problem? Ich darf jetzt nur keine roten Münzen außer Acht lassen. Dann habe ich es auch schon geschafft. Und die Sterne natürlich, ganz klar. Kommen wir aber zu gegebener Zeit noch dazu. Oh, tschüss, Mann. Oh, Fail. Das haben wir sonst immer so schön hinbekommen. Sterne. Die kriegen wir. Einen haben wir... Einen der beiden haben wir noch gefressen. Durch die Wand. So, hoffentlich sind das jetzt gleich die letzten... roten Münzen. Richtig. Die roten Münzen haben wir, die Blumen haben wir. Hoffentlich kommt jetzt noch eine... Genau. Eine Ladung Sterne. Das habe ich so gerne. Endlich haben wir den blöden Level. Dann können wir zu Level 1.7 kommen. Ist ganz funny, werdet ihr sehen. Da geht es um nichts Geringeres als Drogen. Aber, ja. Yay! Die ersten 6 Level. Es wird ja Zeit. Oh, endlich wieder das. Aber da gibt es kein bestimmtes Schema. Man kann auch jederzeit aufhören und erhält eben die Items, die man bis dahin bekommen hat. Und ich hätte aufhören sollen. Denn Plus-Sterne sind immer sehr gut. Jetzt gucken wir dich mal an. Ja. Lustiges Sporn-Drama. Let's go, Leute. Ach ja. Wie kommt man hier dran? So in etwa. Oh Mann, das ist fies. Ich habe nämlich keine Eier mehr, aber ich bin trotzdem dran gekommen. Ein Schlüssel fehlt, wie ihr seht. Die können wir nicht fressen, das sind einfach nur irgendwelche ekligen Kerle. Ihr habt die Melone gesehen, ja? Kürbiskern spucken. Denn hier gibt's viel. Oh, das war's. Schade. Wir müssen die Eier verbraten. Und zwar an diese Kerle am besten. Für die entsprechenden roten Münzen. Besiegbar sind sie nicht. Hier müssen noch irgendwelche Secrets drin sein. Ziemlich genau hier. Jetzt bräuchte ich nur ein Ei dafür. Na toll. Die hier lassen sich nicht verspeisen, also ich habe gerade ein Problem. Da bin ich wieder am Start. Okay, ich brauche Eier. Jetzt nichts, was ich irgendwie... Ja, dann machen wir es anders, werden die doch... Aber ich höre schon was. Ich höre schon Nahrung. 2, 3... Ein vierter. Einen für da oben. Da war eine rote Münze. Jetzt holen wir uns erstmal den Schlüssel. Ja! Rein mit dir. Goldregen! Schnappt dir mehr Münzen als der Gegner. Die... Sag mal. Okay, bisschen anstrengend.
0:3 für ihn. Wir haben die Zunge, wir können... So. Komm. Wir können die nehmen, bevor sie eigentlich nach unten kommen. Bevor sie in seine Reichweite kommen. Warum ich da so fail, ist mir gerade auch nicht geheuer. Ah, 4:6. Und gewinne ich noch? Aber natürlich! Okay, es war sehr knapp. Es war fordernd und gerecht. Sagen wir es lieber so. Ja, Wichtiges gibt's da nie zu gewinnen. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt kommt gleich der Bereich, von dem man redet. Legendär. Und die Animation für damals wirklich sehr gelungen. Wir fahren eigentlich am besten damit, die Dinger nicht zu berühren. Die Sporen. Ich werde es euch natürlich zeigen, also keine Angst. Aber was die Münzen und die Sterne und die Blumen angeht, vielleicht doch lieber erstmal warten. Okay, los geht's, wo sind sie? Sporen. Jetzt sind keine mehr da, oder wie? Ah, doch. Sieht aus, als hätte Yoshi einen über den Durst getrunken. Er wackelt auch nach vorne und nach hinten. Ja. Finger weg von solchem Zeug, würde ich sagen. Ich kann relativ damit umgehen. Je mehr wir davon haben, desto schlimmer wird's. Dem noch schnell das Extra-Leben aus der Tasche gezogen. Sternchen. Und dann mal gucken, was wir alles haben. Es fehlen noch 9 Münzen. What the fuck, wo sollen die denn sein? Die da zum Beispiel. Und auch die. Aber da kommt doch ein Extra-Bereich. Oder irgendwas war da doch. Ah, das ist sehr gut versteckt. Aufgepasst. Oder einfach so. Mit dem Kopf dran reicht auch. Das ist ein versteckter Bereich, meine Fresse. Also manchmal können die echt fies sein. Diese Dinger sind fies. Am besten so machen. Wow. Gottes Willen, nicht mehr treffen lassen. Felsen rollen wir weg, indem wir uns so dahin stellen. Zack. Und dann mal sehen, ob wir die letzten Items noch zusammenkratzen können. Upsa. Chuck, chuck, chuck. Oh. Noch nicht alle. Gefällt mir gerade gar nicht. Wie viele fehlen noch? Eine, das gefällt mir noch weniger. Oh, 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 ich ahne Schlimmes. Aber mal sehen, noch ist ein Level nicht zu Ende. Naja, eigentlich schon, ne? Das ist auch nichts mehr. Oh Mann, bleibt nur zu hoffen, dass da vorne noch so ein Ding kommt. Ach, Gott sei Dank. Du bist es. Sie war es. Da bin ich aber erleichtert. Wir haben es geschafft. Das war Level 1.7. Natürlich ein Bonuslevel. Was denkst du denn? Aber wehe es nochmal rubbeln. Ich will das Ding mit Kamek nochmal. 100 Points. In the Hood. Bonus 1 ist offen. Karten schnipsen. Okay. Ein paar gute Items. Sterne und Lupen. Sind die beliebtesten. Sterne. Bloß nicht Kamek erwischen. Och, das darf nicht wahr sein. Ein bisschen mehr wollte ich noch zocken, aber irgendwie ist Kamek überall. So. Yay. Und mit 700 ist das Bonuslevel offen. 1:8. Schleimis Schloss.
Who the fuck is Slimy? It's the Endboss. Alright, Leute. Hier geht's schon wieder ein bisschen arg zu. Verhältnismäßig. Und tschüss, Mann. Da bin ich ausgerutscht und direkt auf dem Ding war ich schon zu weit unten. 35 Leben haben wir schon. Also ihr wollt nicht wissen, wie viel ich am Ende habe, ne? Achtung, das war auch eine. Immer schön alles sammeln. Diese kleinen Flammen können wir in der Tat einsaugen, wollte ich schon sagen. Das ist nicht Kirby. Und benutzen. Bevor wir weitergehen, natürlich diese Blume. Und sehen schon mal, dass da oben auch etwas ist. War das der Raum mit diesen... Ja, ja. Erstmal dieser Blödmann. Der uns ärgert. Und dieser Breakdancer hier. Einmal rechts herum. Dann einmal links herum. Ach, was ist denn hier los? Gänge ohne Ende. That's it. Och nö, wie, wir haben keinen. Naja, gut. Keine Eier, keine Zukunft. Da links ist ja nichts, da ist nur die Blume. Ey, noch eine. What the hell? Drei an einer Stelle fast. Ich meine, die da. Das war die erste. Hier die zweite und da unten war die dritte. Hammerhart. Zusammengepresst. Alright. Let's go. Hoffentlich war da oben nichts Besonderes. War auch nichts. Was soll denn da gewesen sein? Eine Blume wohl eher nicht. Oder? Ich gucke einfach nach und dann wissen wir es. Ich tippe, da kommen Sterne. Tap, tap. Ich will es einfach wissen. Nimm mich mit! Verdammt, dieser Fisch hat mich aufgehalten. Aber geht schon. Man kann gespannt sein. Oder auch nicht. Mal sehen. Und es sind Sterne. Daneben mit Stil. Es sind Sterne. Okay, die helfen uns auch. Die sind ja auch notwendig. In der Tat. Jetzt aber weiter. Ich mir schon gut vorstellen können, dass da eine vierte Blume drin ist. Eben weil da schon drei Blumen waren. Okay, ja gut. Das waren die Dinger. Die sind eklig. Man muss dringend auf die Farben achten. Das hier ist grün. Dann drehen sich auch nur die Grünen um. Oh Mann. Du bleibst hier. Perfekt. Uiuiui. Und dann müssen wir mit dem Ei dran schießen und die Braunen umdrehen. Ist natürlich selten dämlich. Wir hätten ja nochmal mit dem Ei dran schießen können. Wenn wir noch eins gehabt hätten. Vierte Blume. Und so kommen wir weiter. Aber wir haben den Schlüssel noch nicht. Können aber hier lang. Da bekommen wir sicherlich den Schlüssel. Zum Erfolg. In dieser Blumenvase. Das wäre das. Und jetzt geht die Party richtig ab. Diese kleinen Pfeile. Naja, die haben schon Leben gekostet. Ich muss mich aber umschauen. Ich nehme das Ding am besten mit. Geht ja. Yoshi ist ein kleiner Hamster. Eine Dino-Hamster-Kreuzung.
Gefällt mir irgendwie nicht das Ganze. Hier fehlt doch noch so einiges. Nämlich gar nichts. Nur jetzt kommt der Kampf gegen den Endboss. Den sehen wir gezwungenermaßen erst im nächsten Part. Also bis dann und ciao.